Ihr Lieben da draußen, Scorch Us geht weiter und wir sind jetzt für heute Abend im kompletten Team, glaube ich, ne? Kim, Akuma, Tylokuleo, Benny und ich. Drei. Ja! Perfekt. Drei. Kümchen, drei. Ja, danke schön. Wieder drei Stück. Und tschüss. Eingetütet. Bisschen Stuff in der Tasche. Ja, ich leg's in die Kiste. Was ist dein Zeug? Nö, das war das, was du mitgebracht hast. Und halt ein bisschen Materialien, glaube ich, die wir so gesammelt haben. Ja. Oh, das Ding ist nicht gnomgerecht gemacht. Und hier sind, glaube ich, deine... Sind das deine Skins hier drin? Deine, ja, das sind deine Sachen, glaube ich, ne? Zelt und sowas von dir gewesen. Ja, ein Zelt habe ich reingepackt gehabt. Weil ich noch ein zweites extra gebaut. Nö, lass doch da drin. Kannst du in der Kiste lassen. Ist doch gut, wenn es in der Kiste ist. Ja, ich muss noch eine zweite Kiste machen. Kisten sind voll. Der mountet ja ab, das Ding. Okay. Voll der Sattelschlepper hier. Let's go. Bin hinter euch her. Ich bin ja schnell. Ich finde die Karren cool. Ein bisschen noch Bugs, wenn da noch eine Ölback dabei ist, dann gehe ich sogar noch mal schnell zum grünen Ack und mache noch ein paar. Ja, ist noch ein Ölback. Hier sind die Mantis, die, Achtung, Kim. Hinter dir, Kim. Nicht kämpfen gegen die waren 145. Was ist die? 20 können wir fressen. War das nicht die? Oh ne, die anderen waren da hinten, glaube ich, ne, wo wir gerade hergekommen sind. Ich gehe nochmal schnell zum grünen Ork. Oh, mit Raptor geht's ja, der ist ja recht flink. Das aussieht. Was denn? Dieser kleine Punkt von Benny, der gerade immer kleiner und kleiner. Aber jetzt ist er diesmal bei mir. Wer von euch Durst? Vielleicht von uns ist ein kleiner Oase mit Trinken. Wo ist ich so kein kleiner hier noch? Not bad, jetzt was ausgehalten. Ah, 135. Aber immer noch ein Käfer. Das ist eigentlich erst, dass ich mal einen Raptor benutzt habe. So selten, ja? Los, fahr mit Stacy heim. Oh, die Kiste ist kaputt. Sind zu vielen zwei Kisten, glaube ich, ne? Ja, die sind da unter deinem Dings. Oh. Warum? Ja, die Artoplora kaputt gemacht haben. Meinst du? Ich kann nicht drauf zugreifen. Und nochmal 8 Kryopods. Bleib mal stehen. Ist doch schön, haben wir Kryopods. Kannst du darauf zugreifen? Ja, ich sehe das, was drin ist, aber. Ich hab dich unter die Decke. Darf ich dich durchspringen, damit du dich bewegen kannst? Ja, bitte, ich häng fest. Na toll, das sind eigentlich ganz coole Sachen drin und die würde ich gerne haben. Tja, vielleicht wenn du einen kaputt machst oder so. Ja, der vor uns ist auch ein Fasolosuchus im Boden.
für jeden nochmal zwei extra Kryopods. Jo. Kryopod, Kryo, was kämen wir eigentlich hin? Wieso kannst du was drauf zugreifen und drauf gucken, was drin ist? Also ich kann nicht, ich sehe, dass da 8 Items in dem einen drin sind, aber ich kann sie nicht rausholen. Hm. Ganz wedel. Da kommt da. Hm. Kommt denn hier schon wieder? Gewitter. Das ist nur ein Wo ist die andere Kiste hin? Hab ich gerade weggemacht? Mal kurz das Ding ab, ja. Geh mal ganz runter. Ich kann es nicht aufheben. Da steht, die Sachen sind auf dem Ding draufgebaut. Bleib mal stehen. Das. Ich kann den Sattel auch nicht abnehmen. Ja. Der sagt, dass da ist was drauf montiert. Da schon mal zwei. Ich probiere mal kurz was. Vielleicht kommst du so an. Das ist auch ein hässlicher Ball. Aber ich hab meinen. Nein, komm zurück. Hm, das ist egal. Huch, oh Gott. Nö. War da irgendwas Besonderes drin? Ja, ein paar Klamotten, die wir... Okay. Ja, gut, dann halt keine Kisten da draufstellen. Hm, schade. Taxi, guck mal, was ich gefunden habe. Ja, ich pack dir zwei Kryopods in deinen... Hylakolelo rein. Ach da! Achso, hier ist Kim. Hier Kim, hast du auch nochmal zwei. Hat jeder 5. Hm. Ich hab eine Karte im Kanu, die könnt ihr rausholen. Hat die schon Verfallsdatum? Hat sie eins schon? Kim? Ja? Hat die ein Verfallsdatum? Ich guck mal selber. Ja, hat schon. Eine Stunde. Nee, gar nicht wahr. Ein Tag. 9 Stunden. Okay. Ich kann die nicht gebrauchen. Ich hab das DLC nicht. Ja. Ich auch nicht. Ich hab die auch immer bloß Decks hin. Let's go. Dann suchen wir mal jetzt hier Würmchen. Den nehme ich mit. Käfer, weil der ist echt hübsch. Oh, ich komme nicht raus. So, jetzt. Wie das aussieht mit dem Kornlein dran. Ja, komm, krieg Hunger. Die Kryopods sehen aber schön aus in Asa. Leuchten so schön. Noch einmal rund fliegen. Da seid ihr. Let's go. Suchen wir mal einfach mal. Ich bin irgendwie so langsam. Ich glaube, das hat aber was, dass der Karren voll ist, glaube ich. Oh, da ist da gar nichts drauf. Doch,
Die Säcke sind ja noch ja, da. die Säcke. Ich kann den auch nicht abmachen, die ganze, weil er sagt, da ist was aufmontiert. Ja, halbe Stunde halten die noch. Hallo. Beißen. Stehen bleiben. Gucken. Jetzt mit mir? Sie töten oder was? Nein, schön. Weg hier herum. Am Kanu vorbei und kommen wieder. Wow. Hier vorbei. Warte mal, Benny. Verschwende deine Pfeile nicht. Och, ich hab mehr als genug. Danke. Okay. Das ist echt eine Crew hier. Und die wollen gegen den Deathworm kämpfen, das will ich sehen. Easy. Dann werden wir gleich sehen. Gucken, wo das erste Würmchen ist. Ich hab so meine Zweifel, dass wir überhaupt irgendeinen finden. Kim, hol doch mal ein Oasis-Saurus, das machst du schon. Kim findet ein Würmchen. Sind der Oasis-Saurus damit so. Der hat den Short nicht gesehen. Nee. Was hab ich nicht gesehen? Short. Dex hat einen neuen Short gemacht. Hab ich auch noch nicht gesehen. Gucken dir kurz an, dann siehst du. Ich habe aber keine Dings, kein Primate. Hab ich einen getext. Das Wurm ist keiner hier, weit und breit. Ganz viele Mantisse. Auf einmal. Das ist erstaunlich bei uns da. Das ist alles voll. Auf der einen Seite sind drei, hier sind vier. Ich glaube, Kim, wir müssen einmal hin und her, dann kommen sie dann. Jetzt sehe ich den Short. Ja, man muss eine Zeit in der Wüste verbringen, damit welche spawnen können. Das sieht weird aus. Das ist Kim. Kim macht's möglich. Das habe ich jetzt wieder angestellt. Firmchen. Die spawnen gerade den Short. So. Naja, gilt halt als Boden, das Ding. Ja. Der Deathworm hat sich dann von unten durch. Das zählte dann als Boden. Ja, die ging auch nicht mehr weg. Das war ja das Komische an den ganzen. Mann, ich krieg jetzt die Gummibärchen hier nicht aus der Tüte raus. Die Bären. Also ich reite hier wie so ein Wolf, eher wie so ein Tilokuleo und finde aber nichts. Also was noch? Bei Kim, bei dir auf dem Server, kommst in die Wüste, Wurm. Gehst 3 Meter, Wurm. Gehst wieder weg, Wurm. Überall Würme. Würmer, Würmer, Würmer. Ja, ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, weil ich da ja die ganze Zeit am Werkeln war, wegen, Zähmung. Vorbereiten und so. Hier ist ein Vulture. Dossier. Wer es haben möchte, hier. Like them, it is a carrion bird that feeds on decaying corpses of other animals and is only aggressive when defending its meal.
As such, survivors should take note when they see groups of Torgos Arkham circling above. It means that a wounded creature or a bloody battle may be somewhere below. Despite its impressive wingspan, Torgos Arkham is not suitable as a pack animal and is surprisingly light. Some survivors have even been known to keep a tame Torgos Arkham perched on their shoulder. Interestingly, Torgos Arkham is capable of storing raw meat in a separate stomach where it will decay at a slower rate. Tribes could, in theory, utilize this feature to preserve meat for recipes. Ah ja, hat sie schön vorgelesen, die Dame. Das Vulture Dossier. Ich finde nichts. Nix ist nicht viel. Okay, Käfer. Ja, aber eine coole Federung, die Karre hat eine richtig coole Federung. Auch das Federungssystem ist cool ausgeklügelt. Erinnert mich ein bisschen an so Ranch Simulator. Ich habe eine knallgrüne Mantis gefunden. Level 15. Dann eine Level 5. Eine blaue. Schlange. Ah nein, Mantis auch. Mantizen. Also wer eine Kackekäfer haben möchte, hier und hier. Ne, Würmchen kann sie für die Pfeife rauchen im Moment. Okay, in die Wüste. Na toll, jetzt kann der Kollege auf Ewigkeit mit dem Karren hier rumrennen oder was? Ja. Die Deathwürmer durch die Gegend geschwommen sozusagen oder waren die an einer Stelle fest? Ich weiß gar nicht mehr, wie man. Also du siehst ja nur in diesem Nebel, dieser Sandwolke. Ich weiß nicht, die sind nicht nur gespawnt, um einen anzugreifen, die waren auch so da. Wie weit geht's denn hier noch raus? Ich laufe mit dem Karren voll durch die Ecken und Kanten. Es leckt ein bisschen, aber ansonsten. Rally Point, du sollst einen Punkt setzen. Jetzt setz halt einen Rally Point. Hier ist ein Dosenbier. Das vom Vulture? Nee, irgendwas anderes. Ja, das sieht doch jetzt sass aus. Oder ist das eine Phase? Ist das eine Also ich habe jetzt die Kisten unten drunter verloren, aber trotzdem kann ich den Sattel nicht abziehen. Kannst du den
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn du den Chiller einkryopottest? Ja, das könnte ich aber auch versuchen. Das wollte ich eben sogar schon mal gemacht haben. Geht nicht. Kannst du nicht einkryopotten? Nicht mehr, ne? Wenn du den Sattel und den für das die Karren dran hat, dann nicht. Settle. Kann ich nicht machen. Das ist ja gesagt, mit Gegenständen, die auf dem Karren drauf sind, kann er den nicht abmounten. Wer weiß, was das für Probleme sind. Mal, dass du wenigstens noch eventuell züchten kannst. Ja, nicht, dass das heißt, nee, da ist ein Karren dran, das geht nicht. Nee, da wird ein Baby mit Karren. Zur Not, vielleicht hilft ja ein Server-Neustart oder sowas. Ja, bestimmt. Ich bin gemutet. Hallo, willkommen. Die Kisten. Oh nein. Hilfe. Hilfe wird, glaube ich, schwer. Die Kisten, ja? Ah, ja, ich bin kurz vor der Base. Einfach ein Mikroraptor. Oh, ich bin im Schrank. Mikroraptor und ein Schwein direkt in der Nähe gewesen. Noch das ist aber gemein. Ah! Oh mein Gott. Gott, hab ich mich erschrocken. Ich auch. Ja, ich auch. Was denn? Nee, ja, was ich sagen würde, du deckst die Beute, verschwinden doch. Ach so, die despawnen doch. Ja, aber ich kann, ja, die sind despawned, aber ich kann trotzdem nicht irgendwie mehr drauf bauen. Why is the Geier wiser nicht? Oh, den wechsle ich aufs Schwein. Schon mal hier. Es sind zwei. Also, wir werden schon mit einem Probleme haben. Ach, Schweinchen regelt. Zwei auf einmal. Also ich laufe gerade weg, ne? Falls ihr euch fragt, was ich tue. Feigling. Komm du mal her mit deinem Karren. Oh, Benny. Mhm. Bist du noch zu Hause? Ja. Kannst du das Megatherium von uns holen, oben? Das wäre auch ein Plan. Ich habe ja auch eins. Bin mir gerade so eingefallen. Aber ich weiß nicht, ob das einen Sattel trägt. Müsstest du vorher gucken. Weil Insekten gibt es hier genug. Weil die vorher fräsen. Ich komme auch schnell zurück. Jetzt, wo bist du eigentlich? Im Haus. Benny hier ist in der Kiste. Da sind deine Gili-Sachen, wenn du die brauchst. Nö. Lass die einfach da drin liegen. Komm auch schnell einfach zu. Tausend Meter kann ich jetzt. Oh, einfach ein Sattel. So. Jetzt habe ich erstmal alles rausgeschmissen, was ich rausschmeißen konnte. Und so nochmal pinken. Rally Point. Achso. Den von uns jetzt mitgenommen, oder? Ich hab jetzt meinen gehört. Ich bin auf dem Weg zurück. Ich weiß nicht mal, wo deiner steht. Oh, bei Pau. Da steht so viel. Pau. War jetzt schon Krampf, meinen zu finden. Bad Spencer. Ist das deiner? Was? Bad Spencer ist deiner? Ja. Ah, wir haben uns gestern gewundert, wer von wem der Name ist. Den habe ich gestern geplayt. Nee, letztes Mal. Nee, davor das Mal gezählt.
über uns da bei der Ruine begegnet. Ja, hat ein gutes Level, also dachte ich, nehme ich. Kommt es vom Namen her? In meiner Megatherien das erste Männchen immer. Boah, ja. Denkst du, was verfolgt? Chromaschelle. So, jetzt aber auf das Würmchen hier. Das kommt jetzt wieder vom Wetter. Da ziehen sich doch gerade die Wolken da hinten zurück. Ich weiß nicht, was tun soll. So, ich bin jetzt gleich am Rally Point. Da können wir loslegen. Brauch noch einen Moment. Anna. Boing. Da war das Mikrofonständerchen. Denkst du, sollst es doch nicht immer verprügeln. Elmi. Kim, kommst du auch? Kim redet heute nicht mehr viel. Würmchen, wurde gefragt, ob du dazu kommst. Ich bin unterwegs. Musste den Kanu eben hochheilen. Oh, jetzt kommt euch schon wieder. Irgendwas knurrt und vibriert auch schon wieder hier von den Jaboa-Zeugsen. Ja, du sagst mir ja nicht, was zu machen. Weiß ich nicht. Ich muss gucken. Irgendjemand hat doch eins auf der Schulter oder so. Benny. Keine Ahnung. Wirr macht er. Genau, der ist ein Wirrwarr. Werfen mal bitte kurz auf den Boden und gucken, was. Mit den Ohren wackeln. Elektrosturm. Also, wenn der Schwanz mitwackelt, Elektrosturm. Bellen tut er nicht. Ja. Dann könnte es eine Hitzewelle werden. Also im Kampf wird schwer. Je nachdem, was er halt macht. Seid ihr denn? Rally Point. Wir müssten hier irgendwo sein. Okay. Atopleura zählt doch als, ja, Hitzewelle. Als Käfer, oder? Ja. Alles, was Chitin gibt. Lass dich nicht anspucken. Aber ich sehe da auch ein Käfer schon. Ich habe eine dunkelblaue Map gefunden. Oi, cool. Es ist eine Hitzewelle. Ja. Ja. Wo waren die Würmchen? Der gab es doch immer so eine kleine Sandwolke oder nicht, was die so mal auftreiben. Oder aufdingseln. Weißt du, was ich meine? Du musst doch irgendwo sein. So, wegen der jetzt gerade. Ganz schön heißer Heiß. Ja. Ich bin ja in Richtung Base gelaufen.
Hey, nimm mir die Vorfahrt weg, ja? Keine. Kein Würmchen weit und breit. Also nur eingebildet. Sind die bei dir rausgekommen, Kim? Hm? Sind die bei dir rausgekommen, die Würmer? Ob sie sich gezeigt haben. Also. Bis jetzt habe ich sie noch nicht gefunden. Nein, vorhin. Ob sie vorhin rausgekommen sind aus dem Sand. Also die Wolke ist wesentlich kleiner geworden. Die sind rausgekommen. Ja, die haben mich ja beide gebissen. Ah. Einen gegen einen alleine hätte ich mich angelegt, aber bei zweien habe ich dann gesagt, das reicht mir. Ich gehe. Ein Stück sind die hinterhergekommen, aber nicht weit. Stand einfach nur rum in der Wüste und war gerade beschäftigt. Stell mich mal hier hin. Mal gucken, was passiert. Da hinten ist, glaube ich, einer. Einer? Nee, das ist ein Fasolo. Gleich bei Hälfte leben. Vielleicht sind sie gedespawnt. Weil keiner von uns in der hier in einer Render Distance war oder so. Schade. Vor allem zwei auf einmal, das wären gleich zwei Hörner gewesen. Aber immerhin gibt es sie noch. Ja, aber ich hätte gerne mal einen gesehen. Tja, scheinen wohl dann Distborn zu sein. Okay. Schande. Wir werden schon was welche finden, aber vielleicht nicht in dieser Folge. Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Dann gibt's vielleicht dann mal ein Würmchen. Tudelü.